Los geht's! Leute, ich freue mich so, euch zu sehen. Ich kann's nur immer wieder sagen, ich hab euch vermisst. Die Woche ohne Stream war echt grausam. Oh Mann. Ja, zurückgeschreckt, sehr gut. Alter. Der hat diese scheiß Beere gehabt. Diese blöde Wiederbelebungsbeere. Chat sagt natürlich Zaluria. Dann starte dann mal deine nächste Umfrage. Oh oh. Hätte erst wechseln sollen. Der Schwalbos hält nichts aus. Ja, klar. Okay, 110 werde ich nicht mehr schaffen. Dann gucken wir gleich mal, was wir jetzt an dem Team noch so machen können. Sushi, Pizza oder Mango Chicken? Ich hab gewählt. Ich kann nichts machen. Schade, auf 110 raus. Okay, dann fangen wir ein neues Spiel an. So, also ich würde auf jeden Fall Dianzi wieder mitnehmen. Und, warte mal, das ist jetzt auf 6, kann ich... Ich hatte hier noch so ein schönes Sneebel. Ja, ich kann das sogar mitnehmen. Mit Unheilsklauen. Das hat auch sau viel gerockt. Damit hätten wir auch noch einen Typ Eis. Ich glaube, ich würde wirklich mal... Es sind nur zwei Pokémon jetzt, aber mit dem Team gehe ich jetzt mal. Warum hast du deinen Nachbarn? Ich soll mach gerade Schweinebraten und ich riech's genau. Stell ich mir jetzt als Vegetarier nicht so prickelnd vor. Aber ich... Die Ausdrucksweise, die Sau macht gerade Schweinebraten, finde ich sehr klasse. Ich verliere gerade den Run. Zipeiser, ich danke dir. Ja, scheiße. Ich wechsle, sind die anderen auch Schrott. Tauboss. Flügelschlag. Nein! Steinhagel hat das Scheißding. Mist. Ich habe ein Problem. Schauen wir später, Sammy, so wie wir Lust haben im Grunde. Wow. Ja, das ist der Run vorbei. Ich habe es mir jetzt nicht groß angeguckt. Ich spiele das Spiel nämlich auf Empfehlung von Sammy. Also wenn es kacke ist, Sammy ist schuld. Okay, ich kann hier die Bomben nicht kicken. Gut zu wissen. Oh oh. Nein, er hat mich. Nein, oh, ich hab... Okay, wir haben Tor geschafft. Das ist zumindest schon mal ein Achievement. Natürlich, natürlich, alles nur geplant. Natürlich, was denkst denn du? Oh, was war der Totenkopf? Was macht der? Ah, ich kann gerade keine Bomben mehr legen. No.
Okay, der Boss kann schon die Power-Ups einsammeln, scheinbar nur die kleinen nicht. Yes, baby! Es hat geklingelt. So, Wolle Rose kaufen? Ja, genau. Der Rosenverkäufer packt gerade seinen Rucksack irgendwo hin. Ja, wie geht's euch? Ich hoffe gut. Hi. Bin ich da? Da bin ich hin. Hey. Wie geht's? Die Nachtablösung ist da. Heute auch mit Hut. Ich aus der hier darfst du auch gern trinken, aber vor allem, dass du die nachher mitnehmen. Ja. Als kleines Dankeschön. Ich finde das immer noch geil, dass das an Wochenendkids eigentlich. Ich habe das so gerne geguckt früher. Voll geil. Nein. Nimm die Bombe in die Hand. Junge. Da ist sie. Yes! Nein, die Zeit! Oh, fuck you! Oh. Ja! Ne, 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 ne! Nein! Ich habe gewonnen, er ist zuerst gestorben. Lass mich! Drecksvieh! Da ist der Hunderter. Da war die Treppe. Uhuhu, knapp. Ist dir bewusst, dass man die linke Seite schießen kann? Weil ich könnte den einfachen Weg hier hochnehmen und dann einfach runterspringen. Ich hatte vorhin nicht gesehen, dass hier Zwischenstücke sind, wo man nicht Damage boosten muss. Dachte, es hätte genug rausgebaut. Definitiv nein. So, die Redcon haben wir schon mal. Da ist ein Stern. Machen wir das doch einfach so. Ah, lol. Hier ist eine unsichtbare Wand. Okay, dann machen wir das so. Muss ja nur aufpassen, dass man sich nicht runterjietet. Ha, getroffen. Die Stelle komme ich später. Ja, ich bin jetzt schon da. Hallo Bowser, ein Bowser Dance. So, da kommst du runter. Jetzt die Sache, du musst ein bisschen aus diesem Feuer rausgehen, mein Lieber. Okay. Easy. Komm wieder ein bisschen. Ach Mist. Komm aus dem Feuer raus. Ist okay. Dankeschön. Thank you.
Und da haben wir unseren Stern Nummer 3. Sehr schön. Na? Na? Ich hab mein Tablet hinter mir liegen, mit deinem Stream halt offen. Ja. Und wenn du einen Titel oder so änderst oder eine Kategorie. Guten Morgen. Startet sich da. Hm? Hm? Wieso startet sich das dann? Startet es dann? Keine Ahnung, hey. Fragt Twitch. Oh, ich werde doch noch beachtet, sehr schön. Ja. Ich wollte euch da jetzt gerade nicht in eurem Gesprächsbüro unterbrechen. Alles gut. Wir haben halt leider keinen Test gemacht, wie wir eigentlich wollten. Nee, aber ich hab's auf jeden Fall mit Beat getestet, der konnte ohne Probleme dazukommen. Ich denke mal, dass es bei allen anderen auch funktionieren wird. Aloha. Worum soll's da scheitern? Hey, Koji. Ich bin auf zu vielen Servern. Ja, obwohl ich halt die meisten tatsächlich stumm. Aber egal. Hast du Kurt Discord nicht nur du? Nein. Dann kannst du noch nicht auf zu vielen Servern sein. Du bist erst ab dann auf zu vielen Servern, wenn Discord sagt, wir lassen dich auf keine weiteren mehr connecten. Echt, das gibt's? Entsorge erstmal ein paar. Es gibt ein Limit, ja. Ich glaube, okay, 100 oder 200 war das Limit. Okay, ich bin, glaube ich, auf 70 oder so. Ja. Hast du das selber herausgefunden, das Limit? Ja. Maybe. Dann, die nächste Runde startet jetzt gleich. Also, würde ich sagen, verteilen wir uns und wir gucken, wer gleich der erste Sucher ist. Bitte nicht ich. Das ist unfassbar. Und ein Sammy wird gefunden. Nee, ich bin gestorben. Ah, okay. Sad. Klassiker. Du fängst doch mehr, ich glaube an dich. Danke, Huro. Ich gebe mir Mühe. Das ist die Frage, wo versteckt der Junge sich? Vielleicht klappt es ja ein zweites Mal. Aber wir hoffen nicht zu gut. Ich glaube, für Sammy müsste es das erste Mal Hide and Seek auch sein. Ja, das erste Mal. Ich muss erstmal gucken, wo ihr seid. Sein erstes Mal? Ja. Die werden so schnell wachsen. Wie hier ist. Dann überlasse ich euch jetzt hier den Beat. Nicht wundern, wenn gleich noch ein, zwei Mal die Maus irgendwie durchs Bild rutscht, weil ich muss noch einen Fix am System beheben. So ganz kurz gucken. Ja, da zwei Dinge dann noch ganz kurz. Hm? Erstens, so. Drehst du den Stream auf Anschlag, weil dann können die Leute sich einfach den Stream leiser drehen. Ich pegel das gleich schon, keine Sorge. Und du musst mir noch einen Mod geben und ich weiß, ob Lala da ist oder wie auch immer. Ja, da bin ich gerade bei. So, wer will den ersten Teil? Nee, Spaß. Oh. So, jawohl. Bitteschön. Ihr findet ein Tischlein, deck dich. Was würdet ihr damit machen? Yeah, Käseparty. Setze den weltweiten Hungersnot ein Ende. Profit daraus schlagen. Für die, die es nicht wissen, ein Tischlein, deck dich, ist quasi ein Korb, wo permanent Essen rauskommt oder so leer wird. Art für den Kontext, wenn ihr es nicht kennt. Ich möchte jetzt anmerken, wir könnten gerade die weltweite Hungersnot bekämpfen. Oder wir bekommen Käse. Oder Punktdüster. Gut, dann nehmen wir die Käseparty. Einfach mal spontan Louis Stream gecrashed ist. Ich einfach überlege, Beat zu muten. Schon wieder. Was hat sie dich schon mal gemutet? Sie hat mich schon öfters gemutet. In im Voice? Ja. Die haben mich auch schon mal rausgemoved, also es ist leider, warum fragst du überhaupt? Ja, dass du im Leben verzweifelst, ist uns klar. Boah, nee, was ich gerade sagen wollte, ich glaube, ich habe heute Nacht etwas meinen Hals geschrottet. Man hört's, ja? So viel Reden vor einem Ventilator war nicht die beste Idee, muss ich sagen. Deswegen bläst mein Ventilator immer von hinten links. Hinten links ist immer die Antwort. Deswegen habe ich das gerade auch so betont mit hinten links. Nee, bei mir war das Problem, es war noch relativ warm. Ich hatte vorher so 27 Grad in der Wohnung. Mhm. Und bei Ethan, als wird der PC gut heiß.
Ich habe jetzt die Sache ja gehabt, eben bei Beat Saber, dass es schon anfing, dass die Sonne hier aufs Fenster geprügelt hatte und mir wurde einfach zu warm. Ich weiß auch nicht, ob ich jetzt großartig das Fenster offen stehen lassen wollen würde bei dir nach der Story mit deinem Nachbarn? Ehemals Nachbarn? Jemals Nachbarn? Ehemals Nachbarn. Ah, ehemals, okay, ja. Hey, guck mal, an der Stelle habe ich eure Kano erschossen. Was? TTT, wir haben Gotham City als TTT-Map. Das kann man dezent falsch verstehen. Vor allem, wenn wir gerade sagen, bei Lala Erdgeschoss und Fenster offen. Und dann droppst du so eine Aussage. Ja. Junge. Deine Nachbarschaft ist speziell. Ja. Besonders der Nachbar, den du im Keller gesperrt hast. Also tatsächlich, warte mal, was? Der Nachbar im Keller eingesperrt? Kennst du die Story nicht? Bekommt ja wenigstens regelmäßig Essen. was? Das als Bossmelodie. Willkommen im Pokémon Center. Dann halt so. Ein Hit hat noch gefehlt. Okay, auf was haut der da? Ich hab Ganondorf kaputt gemacht. Entschuldigung, Ganon kaputt gemacht. Der haut auf irgendwas da. Habt ihr das gerade verstanden? Aber geil, dass man den so schrotten kann. Ist er jetzt in Phase 2 auch noch geschrottet? Dann versucht die lästige Fliege loszuwerden, ja. Der ist immer noch geschrottet. Ah, jetzt nicht mehr. Schade. So. Das heißt, wir haben 7 Stunden 26 gebraucht. Und den Seed jetzt locker blockig runterzuspielen. Ein schöner Seed. Leute. Es war auf jeden Fall geil. Es war ein mega schönes Wochenende mit euch. Es hat mir wieder gezeigt, wie sehr ich die letzte Woche den Stream auch vermisst habe, wo ich leider gesundheitlich ja ausgefallen war. Aber, also, das war noch nicht, ich weiß nicht, wie wir das noch toppen wollen. Gut, Leute, wie gesagt, ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei euch. Es war ein super schönes Wochenende. Ich hoffe, ihr hattet alle viel Spaß bei unserer Sommersause. Sommersause, Wochenendsause, Wochenendsause, wieso sage ich Sommersause? Ja, Wochenendsause. Ich weiß nicht mal, wie meine eigenen Events heißen. Dann bin ich schlecht. Ja.